Glück ist Selbstgenügsamkeit. Jeder kann wütend werden, das ist einfach. Aber wütend auf den Richtigen zu sein, im richtigen Maß, zur richtigen Zeit, zum richtigen Zweck und auf die richtige Art, das ist schwer. Es gibt nur einen Weg, um Kritik zu vermeiden. Nichts tun, nichts sagen, nichts sein. Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen. Wie der Mensch in seiner Vollendung das edelste aller Geschöpfe ist, so ist er, losgerissen von Gesetz und Recht, das Schlimmste von allen. Glück ist der Sinn und Zweck des Lebens, sein Ziel und das Ende der menschlichen Existenz. Ein Freund aller ist niemandes Freund. Wer seine Ängste überwunden hat, wird wirklich frei sein. Bildung des Geistes ohne Bildung des Herzens ist keine Bildung. Abenteuer sind erstrebenswert. Armut ist die Mutter der Revolution und des Verbrechens. Geduld ist bitter, aber seine Frucht ist süß. Denken und Sein werden vom Widerspruch bestimmt. Die Freundschaft gehört zum Notwendigsten in unserem Leben. In Armut und im Unglück sind Freunde die einzige Zuflucht. Doch die Freundschaft ist nicht nur notwendig, sondern auch schön. Sich selbst zu kennen ist der Anfang aller Weisheit. Es gibt kein großes Genie ohne einen Schuss Verrücktheit. Einen Fehler durch eine Lüge zu verdecken heißt, einen Flecken durch ein Loch zu ersetzen. Die Hoffnung ist ein Wachtraum. Mütter lieben ihre Kinder mehr als Väter es tun, weil sie sicher sein können, dass es ihre sind. Der Anfang ist mehr als die Hälfte des Ganzen. Das Glück hängt von uns selbst ab. Ein Schmeichler ist ein Freund, der dir unterlegen ist oder vorgibt, es zu sein. Die Natur macht nichts vergeblich. Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Lachen ist eine körperliche Übung von großem Wert für die Gesundheit. Wir sind das, was wir wiederholt tun. Vorzüglichkeit ist daher keine Handlung, sondern eine Gewohnheit. Jahre lehren mehr als Bücher. Freundschaft. Das ist eine Seele in zwei Körpern. Das Wollen, Freunde zu sein, ist schnelle Arbeit, aber Freundschaft ist eine langsam reifende Frucht. Ja, die Wahrheit ist, dass der Ehrgeiz der Menschen und ihr Wunsch, Geld zu verdienen, zu den häufigsten Ursachen für vorsätzliches Handeln gehören.
Glück ist im Grunde der Zustand der Seele. Wie viele Dispute hätten zu einer Randbemerkung zusammengefasst werden können, wenn die Disputanten gewagt hätten, ihre Begriffe klar zu definieren. Freude an der Arbeit lässt das Werk trefflich geraten. Es ist das Kennzeichen eines gebildeten Geistes, einen Gedanken unterhalten zu können, ohne ihn zu akzeptieren. Toleranz ist die letzte Tugend einer untergehenden Gesellschaft.